Manchmal muss man ein bisschen höher raus, um den Überblick zu haben. Also ich habe mich hier mal zumindest ein bisschen in die Höhe begeben, um mal zu schauen, wie es von oben aussieht. Und das ist durchaus eine Idee, die man sich manchmal am Markt auch wünschen würde. Nämlich mal einen Schritt zurückzugehen, das Ganze von oben zu betrachten, von außen. Eben nicht sofort immer zu glauben, dabei sein zu müssen, sondern durchaus mal ein bisschen die entspanntere Situationen zu sehen. Da stellt man fest, das, was unten wie Stau aussieht, das läuft eigentlich doch ganz flüssig. Naja, gut, diese Analogie, die hinkt. Eben sah es noch ganz anders aus. Ich kann mich mal einmal hier umdrehen, dass ihr den Eindruck von der anderen Seite habt. Jetzt hat sich das Ganze auf diese Seite hier offensichtlich verlagert. Also, worüber wollen wir heute sprechen? Natürlich ist ein ganz wichtiges Thema die Deutsche Bank. Also, was ich da im Moment lese, das klingt ja alles ganz schön aufregend, dass es möglicherweise Auswirkungen hat wie die Lehman-Pleite damals. Also das ist durchaus ja nicht von der Hand zu weisen, dass das eine große Dimension wäre. Wie kann man das möglicherweise jetzt schon am Markt sehen? Kann man dagegen was tun? Wie soll man da sich idealerweise verhalten? Jetzt gucke ich natürlich am liebsten auf den Chart, denn das ganze Fundamentale, das ist ja doch sehr, sehr viel Überlegung in den Wind hinein, sage ich jetzt mal, wo man nichts Genaues weiß. Ich weiß nicht, wie tief Sie da Insiderwissen haben. Ich denke, das kann man alles nur vermuten, wie es da tatsächlich aussieht. Aber charttechnisch haben wir zumindest mal so ein paar Indizien, die für das eine oder andere sprechen. Und da gucken wir mal zunächst auf die Indizes, denn die sind für mich eigentlich die Bewegenden. Was wir immer noch sehen ist, dass wir eigentlich auf allen Seiten, das war heute zum Beispiel sehr schön zu sehen oder die letzten Tage auch schon beim Nikkei, also in Japan, da ist die Situation nicht groß anders. Oder eben auch beim DAX, da ist der Schub aber noch nach oben. Wir haben sehr steile Flanken aktuell, wir haben sehr, sehr scharfe Bewegungen. Wobei ich sagen muss, beim DAX gefällt mir das eigentlich ganz gut, denn die Bewegung, die ich hier sehe, die hat etwas von, naja, sagen wir mal so einer fünfwelligen Aufwärtsbewegung von einem Impuls. Aber wenn Sie den Fünfweller schon erkennen können, dann wissen Sie, ui, das müsste jetzt so langsam aber sicher dem Ende entgegengehen. Das heißt, so richtig aufwärts, muss ich sagen, traue ich dem Markt jetzt nicht mehr zu. Also ich würde jetzt wahrscheinlich, so wie es jetzt aktuell aussieht, nicht unbedingt mehr in die Long-Position gehen, sondern würde eher auf den Rücksetzer mal warten, ob ich den dann vielleicht auf der kleineren Ebene nochmal handle. Ja, ich mache das ganz gerne mal, aber das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie die Bewegung dann auf dem kleineren Bild auch tatsächlich aussieht, ob dann der Markt dort auf der kleineren Ebene tatsächlich auch, naja, Indizien dafür bringt. Denken Sie an diese Schubrichtung beispielsweise. Insofern beim DAX alles insgesamt nicht so schlimm aussehen, denn wir haben diesen einen Impuls zumindest mal nach oben. Jetzt müsste eine Korrektur folgen, ich habe es gerade gesagt, danach eigentlich ja wieder ein Anstieg nach oben. Das müssen wir dann abwarten. Das hängt jetzt davon ab, wie die Abwärtsbewegung ist. Ist das wieder so ein Geschiebe, wie wir es die letzte Zeit öfter hatten? Dass jetzt auch die Abwärtsseite sehr, sehr schubweise, sehr, sehr steil, sehr, sehr dynamisch ist. Ja, dann halte ich da meine Bälle lieber flach auf der Long-Seite und würde mich dann wieder short orientieren. Sie kennen das Spiel ja schon ein bisschen. Ein Blick lohnt sich sicherlich auch auf den Ölmarkt, denn wir hatten ja hier das inoffizielle OPEC-Meeting mit einer Neuigkeit, nämlich dass man sich doch auf eine Fördermenge festgelegt hatte. Und es ist ein wunderschönes Chartbild auf Tagesbasis, ganz egal ob man beim WTI guckt oder auch beim Brent, das Prinzip ist ähnlich. Wir hatten auf Tagesbasis, ich glaube von Anfang August, einen ziemlich zügigen Schub nach oben anschließend, ein bisschen dreieckig aussehen, aber auf jeden Fall eine Korrekturbewegung. Die ging ja dann entsprechend, wenn es im August erstmal nach oben ging, dieser scharfe Anstieg, dann war die Korrektur natürlich nach unten. Das heißt, Countertrend nach unten, es müsste also nach oben weitergehen. Ich könnte mir also vorstellen, dass beim WTI, also beim WTI, der Kurs, naja, sagen wir mal, nicht unrealistische Chancen in Richtung 50 nochmal hat, vielleicht auch ein bisschen darüber hinausschießt. Das kann ich mir alles vorstellen. Das ist sehr, sehr realistisch, insbesondere wenn der Markt jetzt noch diese letzten Levels bricht. Also da ist vielleicht nochmal für denjenigen, der ein bisschen eine Bestätigung haben will, ist nicht schlecht, da mal abzuwarten, ob der Markt dann wirklich diesen Ausbruch nach oben hat. Dann allerdings, wie gesagt, sind die Ziele, ich sage jetzt mal ruhig, bis 53. Gucken Sie sich das mal an, Sie werden das wahrscheinlich sehen, so in der Größenordnung, so diese letzten Hochs. Es kann darüber hinausgehen, aber das ist durchaus nicht unrealistisch. Ob Öl wirklich langfristig noch eine gute Anlage ist, ich muss gestehen, ich bin da nicht so von überzeugt. Ich mag völlig falsch liegen. Ich bin ja auch nur ein Händler und nichts anderes. Aber aus meiner Sicht ist die
Chance eigentlich realistisch, dass wir so richtig hohe Stände eigentlich nicht mehr bekommen werden. Ein bisschen überschießen jetzt über die Hof schon noch. Aber wir haben es jetzt heute, die Grünen haben das verkündet, die wollen die Auszeit für, oder das Aus, das Ende von Diesel- und Benzinmotoren einläuten. Naja, ob denen das jetzt gelingt, das ist mal dahingestellt. Trotz alledem, ich denke, in Zeiten von Tesla und Co. haben wir sicherlich eine andere Perspektive für die Zukunft. VW war das doch, glaube ich, die haben jetzt ihren Elektro vorgestellt. Gucken Sie selber nochmal nach. Aber also es tut sich da was an der Front und ich denke mal, es wird nicht besser, zumal ja nicht weniger Player im Markt da sind. Die Player sich dann nicht mal so sehr freundlich gesinnt sind teilweise. Es ist eigentlich eher ein Wunder, dass sich die OPEC zumindest mal geeinigt hat. Trotz alledem gibt es ja auch noch eine ganze Reihe Ölförderländer, die außerhalb der OPEC organisiert sind oder eben nicht organisiert sind. Und dementsprechend, naja, wollen wir mal abwarten, ob das wirklich eine langfristige Kiste ist. So sehe ich diesen jetzigen Anstieg ähnlich wie das, was wir, ich sag jetzt mal so etwa im Anfang August, das erste Hälfte, ich weiß jetzt nicht genau, bis wann das hoch da war, dass wir sowas in der Richtung nochmal wiederbekommen. Ich kann mir vorstellen, das ist eigentlich das Realistische. Dass das nochmal passiert und ob es dann wirklich weitergeht, wir werden das Ganze sehen. Naja gut, ich ziehe mich jetzt mal hier zurück vor meinem Ausguck. Ich werde jetzt auch wieder auf den Chart gleich gucken. Deshalb werde ich mich hier vorm Acker machen und ich wünsche Ihnen, dass Sie heute die richtige Entscheidung fällen. Ich drehe mich nochmal einmal im Kreis, dass Sie ein bisschen Eindruck haben, wie es woanders aussieht und freue mich auf das nächste Video mit Ihnen. Dann am morgigen, was haben wir morgen? Morgen ist Freitag. Bis dahin alles Gute. Tschüss.